Junge, es funktioniert! Unser Kamikaze-Bomber fliegt! Ja! Oh, es funktioniert! Das war das Geilste, was ich jemals in Minecraft gemacht habe. Spark, hast du Lust, mit mir was Verrücktes zu machen? Ich habe was gesehen auf TikTok. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Lass es uns versuchen, okay? Möchtest du mit mir? Ich brauche einen Villager oben bei dir auf dem Berg. Hast du Lust, mit mir einen Villager zum Mond zu schicken? Nö. Weißt du, wie das geht? Einen rausholen. Willst du einen mit einer TNT-Kanone nein. dagegen schießen? Nein. Spark, wir werden einen Villager, der im Bett liegt, zum Mond schicken. Alles, was wir brauchen, ist ein Wassereimer. Und ich schwimme dann quasi gegen den. Und der wird aus dem Bett rausschwimmen, durch die Luft Richtung Mond fliegen. Wenn es funktioniert, okay? So, dann gehen wir mal ganz hoch zu den Villagern hier. Die fliegen jetzt erstmal durchs Gebäude wahrscheinlich. Also eigentlich müsste es safe sein. Pass auf. Leute, ich zeig's euch mal. Warte mal. Fahnenkreuz ist ein bisschen zu dick für Java, definitiv, und ist ein bisschen abgerundet. Das ist Bedrock. Kriegt man das in der Java nicht hin? In der Bedrock und in der 1.16.100, im neuesten Bedrock-Snapshot. Okay, ja. Ah, okay. Schade, Alter. Das heißt, man kriegt das in der Java gar nicht hin? Richtig. Dann lass uns einfach einen Villager mit einer TNT-Kanone auf den Mond schießen. Vielleicht müssen wir ja doch eine TNT-Kanone bauen und die einfach in die Luft jagen, weißt du? Kannst du sowas? Warum? Das machen wir mal nicht. Warum? Weil die sowieso instant tot sind, die würden gar nicht fliegen. Geht das nicht? Nee, die sind instant tot. Ich glaube, es war. Ich gucke jetzt mal. Ja. Könnten einen Villager auf eine Flugmaschine setzen und ihn einfach wegfliegen lassen. Das wollte ich gerade machen. Das wollte ich genau gerade sagen. Mit einfach, einfach Honeyblöcke und das war's, ne? Ja, Honigblöcke und dann kannst du ihn da draufstellen und fährt er dann durch die Gegend. Können wir den in Reapers Haus crashen lassen damit? Mit einem TNT vorne dran? Das würde theoretisch gehen, ja. Alter. Wollen wir... Spark, ich hab die Idee. Wir machen ein Experiment, wir bauen so eine Flugmissile und stellen dann Villager drauf und wir machen so Kamikaze-Piloten. Wir fliegen die erstmal in den Berg, okay? Und ich baue mir dann eine eigene Armee aus, okay? Nur für den Fall. Können wir uns darauf einigen, dass wir die nicht in den Wolkenkratzer von mir reinfliegen lassen, weil das absolut ein bisschen zu makaber wäre? Das wäre nicht angebracht, das stimmt, ja. Das wäre nicht angebracht, das ist zu pietätslos, so bin ich nicht. Wir lassen die ganz woanders hinfliegen. Ich habe hier vorne so einen Berg. Ich habe hier vorne einen Bergspark, der nervt mich. Und ich finde, meine Kamikaze-Piloten sollten sich dessen annehmen. Pass auf, ich bräuchte einen deiner besten Männer. Ich werde mir gleich einen raussuchen. Der wird jetzt extra gezüchtet. Alter, Leute, das wird geil. Okay, Spark, ich züchte einen, ja? Wem geben wir das Brot? Dir? Alter, die haben alle Bock auf das Brot. Werden die es jetzt tun? Die teilen wenigstens auch untereinander, wenn einer alles gesammelt hat. Und jetzt hat keiner Bock, oder wie? War nicht genug? Mann, sind die gierig. Sind Kartoffeln nicht auch okay? Kartoffeln sind auch okay, aber ich glaube, da kommen gerade Herzpartikel tatsächlich, als du weg warst. Ja? Die wollten einfach nicht, dass du zuschaust. So, hier. Labt euch an den Speisen. Da ist schon eins. Wir haben ein Kind. So, könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr jetzt keinen Bock habt. Oh, ihr seid richtig gierig, seid ihr alle. Soll da ein TNT dranhängen, was mit hochgeht oder? Das wäre natürlich noch geiler, ne? Spark, wir haben zwei junge Kadetten, die sich bereit erklären, den ersten Jungfernflug anzutreten. Müssen nicht erst noch in die Pilotenschule? Pilotenschule hin oder her. Wir haben hier eine Menge Kinder. Wir müssen einem noch einen Job geben. Was ist ein cooler Job für einen Villager? Wie sieht der am ehesten nach einem Piloten aus? Alter, wir haben eine ganze Grundschule hier. Soll ich schon mal einen rausholen, Spark? Die laufen doch von alleine dahin, oder? Nee, tun die nicht. Die brauchen erstmal, die laufen hier vorne hin, wenn hier ein Fletcher-Table oder sowas ist, ne? Alter, wenn das jetzt funktioniert, Leute, dann haben wir wirklich... Ja, dann sind wir offiziell OP, oder Spark? Also die Flugmaschine ist super, super easy, aber mit TNT... Also wie gesagt, Flying kein Ding, aber wegen TNT müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht mal, wie das in diesen alten Missiles war. Gibt es nicht Missiles in der 1.16 ja auch, oder? Ja, es gibt eine alte Map, wo... Also es gibt Flying Machines, wo vorne TNT dranhängt, was beim Treffen ausgelöst wird, aber ich weiß aus dem Kopf nicht mehr, wie die ging. Ich kann mal kurz gucken. Bitte hier nur Erwachsene einsteigen in das Boot. Danke. Jetzt haben wir zwei Erwachsene drin, ne? Das ist too much. Wir brauchen nur einen erstmal, bitte. Ich weiß, dass ihr alle freiwillig ins Space-Programm wollt. Iron Golem, bitte da weg. Ach, jetzt ist dieser blöde Iron Golem hier. Na komm, du willst dich doch freiwillig melden. Spark, ich habe einen Freiwilligen. Wie kriege ich den jetzt zu mir nach Hause? Entweder mit dem Boot oder du lockst ihn halt mit Arbeit hoch. Alle 20 Blöcke stellst du in der Workstation, dann läuft er von Workstation zu Workstation bis er angekommen ist. Ah, der hat Bock zu arbeiten. Der hat richtig Bock. Der Arme, der wird so weggescampt. Der denkt, der kriegt einen Job. Und gleich wird er einfach in den Berg reingeschossen. Schade. Bist du sicher, dass du einen Berg meinst und nicht die Kaktusfarm? Ich meinte, dass ich in den Berg. Hallo? Nicht in den Nether laufen? Hau rein. What the fuck? Der ist in den Nether gerannt, hallo? Ja, das ist ein Problem. Du Affe, komm mal zurück. Wo ist denn der jetzt? Ist der jetzt hier hochgelaufen schon? Digga, der hat richtig Bock, hallo? Riri, wie geht's dir? Nee, jetzt hör mal auf mit deinem blöden Roleplay. Sonst wirst du direkt weggebannt. Nein, der ist alter. Spark, der ist im Nether und jetzt ist der weg. Kann das sein? Na, weg ist er nicht. Der wird halt irgendwo rumgeeiert sein. Ach man, so ein Holzkopf. So, ich glaube, ich habe jetzt gleich den Schlüsselmechanismus. Wir können zwei Flying-Maschinen schicken. Einen mit Villager und TNT und der andere ist der Zünder. Alter. So, jetzt habe ich gerade einen Test. Gustav, kommst du zurück? Hallo? Gustav, dein Job wartet. Gustav, lauf doch nicht weg. Gustav, bitte, den Job. Hallo? Hol dir doch den Job.
Gott verdammt nochmal. Stressigster Testpilot der ganzen Welt, der Typ. Der Willem-Laser gar nicht arbeiten, kann das sein? Ich weiß nicht, ob das auch netter funktioniert. Das kann ich nicht sagen. So, jetzt nach Hause, Junge, ganz klar. Ich trade jetzt mit dem kurz und dann rennt er immer seinem Ding hinterher. Also wenn wir vorher den Einschlagsort am Berg überprüfen, sollte das funktionieren. Mein Gott, also Spark, wir haben einen sehr, sehr störrigen Kandidaten hier. So, Kollege, jetzt hast du einen Job. Ich habe das erste Mal mit einem Villager getradet in Kraftwerk. Und dein Table kommt jetzt mit zu mir, komm. Der hat so Bock auf Arbeiten, Spark, der Typ. Der hat richtig, ey, der ist so wild drauf. Alter, geil. Gustav? Wohin mit dir, Gustav? Aber bist du blöde? Ich würde sagen, das klappt einwandfrei. Sehr, sehr geil. Das ist genau das, was ich hören wollte. Komm auch, Gustav, komm. Du willst doch den Job. Nein, Gustav, du dämlicher Idiot! Alter, Spark, der regt mich so auf, Gustav, nee! Ja. Gustav! Ach ja, ich soll jetzt mal das ganze Zeug am besten holen, was wir brauchen, ne? Genau, was brauchen wir denn alles? Sag's mir. 8 Pistons, 8 Sticky Pistons. Mhm, kriegen wir hin. 8 Schleimblöcke. Ja, kriegen wir auch hin. 4 Observer. Ja, und ein TNT. Kriege ich alles besorgt. Habe ich gleich sofort ready. Magst du mal gucken, ob wir noch Honigblöcke haben? Dann kümmere ich mich gleich um den Rest. Ist hier die Loser-Vereinigung? Genau, hi. Ja, kannst du mir vielleicht gleich mal kurz zeigen, weil ich... Wir haben gerade... Nein, Chef geht wirklich also nicht. Also ich bin gerade mit Revi jetzt in der Folge. Wir haben ein wirklich richtiges, wichtiges Projekt. Chef, tut mir leid, geht gar nicht. Was für ein Projekt habt ihr? Wir bauen gerade eine Kamikaze-Flieger gegen Trimax. So, Spark, ich habe den Villager hier vorne gesaved. In der richtigen Position ist er quasi bereit, sag ich mal, seinen Dienst anzutreten. Zeig mir mal genau die Location, wo der überhaupt ranfliegen soll, weil da muss ich mal gucken, ob die Wand dicht genug ist, weil wenn nämlich die Wand zu dünn ist, dann würde der Flugmaschine ja die Blöcke wegschieben nach hinten und dann wird das nicht mehr so gut funktionieren. Nee, das sollte sich hier nicht tun. Ich bin bei mir auf dem Grundstück, unterhalb beim Fluss in der Richtung. Genau, wir starten quasi hier vom Baum aus. Also hier vorne wäre dann die Startplattform. So, der Villager ist an der Startposition. Mobs können hier keine spawnen, der wird ja auch nicht runterspringen, ne? Der ist ja nicht blöde. Okay, was brauchst du genau von mir? 8 Honigblöcke, ja. 4 Observer und 4 Sticky Pistons. Und halt ein paar Bissen TNT. Honigblöcke hat doch Trimax, oder? Ich habe, pass auf, theoretisch, aber Honigblöcke habe ich tatsächlich schon im Inventar. Ja. Redstone auch. Mach mal 4 Sticky Pistons und 4 Observer. Du brauchst normale Pistons oder Stickies? Stickies. Okay, hab viel zu viele normale Pistons gemacht, werden jetzt zu Sticky Pistons. Spark, ich hab bei dir geklaut, gib dir das jetzt mal wieder. Ich musste das, sonst hat er immer seinen Job gewechselt, der Idiot. So, jetzt geht's los, Leute. Ich mach zuerst die Flying Machine hier vorne und dann eine darunter liegende, die der Zünder sozusagen ist. Hier kommt dann der Villager drauf. Den kannst du dann hier auf den Honig leiten, den klebt der, aber der wird auch hier hin und her laufen wollen. Wir müssen den dann relativ zügig starten. Wie, soll ich es jetzt schon machen? Nee, jetzt noch nicht starten, warte. So, jetzt brauche ich TNT. Hier, 4 Stück. Ich kann auch mehr machen, ne? So. Das ist die TNT-Ladung. Alter, die ist geladen, okay. So, dann brauchen wir hier einen Redstone. Ja. Der ist dann etwas drunter. Ich starte die aber hier. Hier kommt der Redstone-Block hin. Dann haben wir jetzt hier unten der Zünder. Der fliegt ein bisschen hinterher, genau, ja. Und das Redstone, pass auf, dass die Obermaschine bleibt hinten an der Wand hängen. Der untere Zünder fliegt mit dem Redstone-Block dann unten drunter und zündet das vordere TNT. Nachträglich dann, ne? Genau. Kann man den nicht im Boot da oben draufsetzen? Wird das Boot nicht mitgezogen? Theoretisch, ja. Lass uns das hinten noch abbauen, dass das hier nichts irgendwie sticky bleibt oder so. Alles disconnecten. Das ist Kriegswaffenforschung auf... Sag, wenn ihr startet, okay? Wir starten jetzt. Okay, Spark, 3, 2, 1 und go. Und go. Jetzt starte ich. Ja, geht das perfekt. So. Okay. Und willst du schon Bomben rüberfliegen? Oh. Alter, wie geil. Junge, es funktioniert. Unser Kamikaze-Bomber fliegt. Geil. Der Arme. Der weiß nicht, wie ihm passiert. Da kommt der. Da ist er, Leute. So, mal gucken, ob das jetzt von der Höhe passt. Ich glaube, das passt von der Höhe. Und? Klappt's? Und? Der Zünder kommt! Ja! Oh, es funktioniert. Ein Held! Yeah! Ja! Warum guck ich mir das an, Alter? Also wenigstens freue ich mich eigentlich über die Story, als mehr, dass meine Technik funktioniert hat. Gustav ist ein Held. Scheiße, Alter, wie geil, Spark, wie geil. All in all, mega erfolgreich, Leute. Also großes Shoutout an Inventor Spark of Phoenix. Vielen, vielen Dank, Spark, an dich. Riesig, riesig kein nice, Problem. Wirklich. Und wir sehen uns die Tage, meine Freunde. Alhamdulillah, sei aber geküsst, macht's gut. Ciao, ciao.